Also nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Aktienrückkäufe. Zu Beginn möchte ich Ihnen einen ganz kurzen Überblick zu Invesco PowerShares geben. Dem einen oder anderen dürfte es schon Begriff sein. PowerShares ist Teil der Invesco-Gruppe. Wir sind also die ETF-Marke, der ETF-Anbieter innerhalb des Invesco-Universums. Wir sind insgesamt der weltweit viertgrößte Anbieter, verwalten rund 100 Milliarden US-Dollar in ETFs und haben uns voll und ganz auf den Bereich Smart Beta fokussiert. Das heißt also vereinfacht gesagt, wir bieten Strategien innerhalb einer ETF-Hülle an. Was wir uns jetzt heute anschauen möchten, ist eine ganz spezielle Strategie und zwar das Thema Aktienrückkäufe. Zunächst jetzt erstmal im Allgemeinen, dann im Anschluss werden wir natürlich auch nochmal einen kurzen Ausflug in unsere Produktwelt machen. Wenn wir uns mit dem Thema Aktienrückkäufe befassen, ist es sicherlich sinnvoll, zuerst mal zu schauen, was denn Unternehmen mit liquiden Mitteln so insgesamt vornehmen können. Und da gibt es im Prinzip drei Themen. Das eine ist sicherlich Investitionen, Forschung und Entwicklung. Das ist also das, was man von einem Unternehmen erwarten würde, dass es die Erträge, die es generiert, dann eben wieder reinvestiert und entsprechend das Geschäft ausbaut. Eine zweite Möglichkeit sind Übernahmen bzw. Merger and Acquisition. Das bedeutet also, dass ein Unternehmen sich einfach andere Unternehmen zukauft. Das ist was, was in der Pharmabranche sehr, sehr stark zu beobachten ist. Und das dritte sind dann eben Rückzahlungen an die Aktionäre. Das heißt also, das unternehmerische Risiko des Aktionärs wird in irgendeiner Form vergolten und er hat Teil am Unternehmenserfolg und bekommt dann eben auch entsprechend Cashflows ausbezahlt. Wagen wir mal einen Blick auf die Unternehmensbilanzen und schauen, wie viel liquide Mittel stehen denn eigentlich zur Verfügung, um diese drei Themen abzudecken. Wir haben jetzt hier Daten des S&P 500 gewählt. Hintergrund ist einfach, dass wir dort die beste Datenbasis vorfinden. Hier gibt es also von FactSet regelmäßig Auswertungen und es ist einfach einer der größten Märkte, sodass wir hier die verlässlichsten Daten haben zum Thema Rückkäufe, aber auch zum Thema Bilanzanalysen. Wenn wir uns jetzt hier die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, dann sehen wir also, dass die liquiden Mittel auf den Bilanzen sukzessive zugenommen haben. Aktuell haben wir einen unfassbar hohen Stand von 1,4 Billionen US-Dollar. Und damit sind jetzt nicht die amerikanischen Billionen gemeint, sondern es sind tatsächlich 1.400 Milliarden US-Dollar liquider Mittel auf den Bilanzen der S&P 500 Unternehmen. Was ja auch noch mit abgetragen ist in dieser FactSet-Studie, ist der Verschuldungsgrad, beziehungsweise der Verschuldungsgrad im Vergleich zu den Barmitteln und zum EBITDA, also im Prinzip zu den Earnings, dem Earnings before Interest and Tax, Depreciation and Amortization. Was wir hier erkennen können, und das ist im Prinzip hier diese rückläufige Linie, ist, dass der Verschuldungsgrad ansteigend ist bei den Unternehmen, hat natürlich damit zu tun, dass wir einfach ein sehr, sehr niedriges Zinsumfeld haben und es aus Unternehmenssicht durchaus Sinn macht, jetzt aktuell auch Fremdkapital aufzunehmen. Ein bisschen anderer Blick auf die liquiden Mittel, jetzt hier einfach nach Branchen aufgeteilt. Was wir sehen können, ist, dass einige Branchen hier deutlich dominieren. Und zwar genau die Branchen, die jetzt halt in letzter Zeit sehr erfolgreich waren. Wir haben hier zum Beispiel Informationstechnologie. Also hier wäre beispielsweise so eine Apple-Aktie einzuordnen. Haben dann aber auch Themen wie Gesundheitswesen oder Industrie, die halt einfach in der Vergangenheit jetzt sehr, sehr gut gewirtschaftet haben und entsprechend hoch sind dann natürlich auch die Cash-Bestände auf den Bilanzen dieser Unternehmen. Wenn wir uns jetzt anschauen, diesen dritten Punkt von der eingangs gezeigten Folie, also sprich Ausschüttungen an die Aktionäre, dann hatten Unternehmen grundsätzlich drei Möglichkeiten, das Ganze durchzuführen. Zum einen sind es Dividendenausschüttungen, zum anderen ist es der Rückkauf eigener Aktien und zum dritten ist es dann natürlich die ultimative Ausschüttung, wenn man so will, einfach der Verkauf des Unternehmens. Was, denke ich, wichtig ist zu erwähnen hier, ist, dass es eine der ureigensten Aufgaben auch eines Unternehmens ist, Kapital an die Aktionäre zurückzuführen. Das Ganze kann man auch ablesen oder begründen mit dem sogenannten Discounted Cashflow Modell. Das ist also ein Modell, das zur Unternehmensbewertung herangezogen wird. Und dieses Modell besagt nichts anderes,
als dass der Unternehmenswert sich als Barwert der zukünftigen Geldflüsse darstellt. Das bedeutet also, ich nehme im Prinzip alle Geldflüsse, die mir ein Unternehmen in der Zukunft generieren wird, zins das Ganze ab auf den heutigen Wert und komme so zu meiner fairen Unternehmensbewertung. Wenn ich jetzt ganz streng nach diesem Discounted Cashflow-Modell ausgehe und ich sage, ich habe ein Unternehmen, das mir nie in irgendeiner Form Kapital zurückgeben wird, dann hätte es also auch keinen Wert bzw. keine Daseinsberechtigung. Insofern also durchaus ein Punkt, den man immer im Hinterkopf behalten sollte, wenn man über das Thema Aktienrückkäufe bzw. Rückzahlung von Kapital an die Aktionäre sich befasst. Schauen wir uns mal an, was die Unternehmen in den letzten Jahren so getan haben. Und zwar jetzt hier wieder am Beispiel des S&P 500 Index. Wir haben jetzt hier abgetragen die Auszahlung an Dividenden auf der einen Seite. Das ist das, was Sie unten grau abgetragen sehen. Und zum anderen das Volumen der Aktienrückkäufe. Das sind jetzt der orange Teil dieser dargestellten Balken. Was auffällig ist, ist, dass zum einen die Aktienrückkäufe deutlich höher sind als die Dividendenauszahlungen. Und das Ganze ein Trend ist, der jetzt eigentlich hier schon seit 2010 zu beobachten ist. Zum Zweiten sehen wir aber auch noch, dass die Dividendenzahlungen extrem stabil waren über die Zeit. Und zwar gerade, wenn wir jetzt hier auch in die Zeit der Finanzkrise schauen, also so die Jahre 2008 bis 2010, dann kann man sehen, dass der Rückgang der Dividendenzahlungen deutlich geringer war als der Rückgang der Aktienrückkaufsprogramme. Hintergrund dafür ist, dass der Markt sehr, sehr geschockt immer darauf reagiert, wenn es zu einer Dividendenkürzung kommt. Aktienrückkaufprogramme sind einfach für ein Unternehmen ein flexibleres Instrument, Kapital zurückzuführen. Und die Aktionäre sehen es in der Regel nicht ganz so kritisch, wenn Aktienrückkaufprogramme mal ein Jahr ausgesetzt werden, beziehungsweise nicht in dem Umfang durchgeführt werden, wie sie angekündigt sind. Schauen wir uns das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und zwar jetzt hier im Prinzip die ähnliche Daten wie jetzt auf der Folie zuvor, nur dargestellt als Dividendenrendite und Buyback-Rendite. Die Dividendenrendite dürfte den meisten ein Begriff sein. Das ist nichts anderes als die Höhe der Dividende geteilt durch den Aktienkurs, beziehungsweise das Ganze auf Gesamtunternehmenssicht. Ich nehme den Gesamtbetrag, der an Dividenden ausgeschüttet wurde, und teile den durch die Marktkapitalisierung des Unternehmens. Genauso definiert haben wir jetzt hier die Buyback-Rendite, die jetzt vielleicht ein weniger gebrauchtes Maß ist. Wir haben also gesagt, wir nehmen das Gesamtvolumen an Aktienrückkaufprogrammen und teilen das durch den Unternehmenswert und bestimmen so analog zur Dividendenrendite die sogenannte Buyback-Rendite. Was wir jetzt hier sehen, ist, wenn ein Aktionär an der Gesamtausschüttungsrendite eines Unternehmens interessiert ist, dann spielt diese Buyback-Rendite gerade in den letzten Jahren einen ganz entscheidenden Faktor. Wie gesagt, was Ähnliches, was wir auf der vorherigen Folie schon gezeigt haben. Das heißt also, ich muss das Thema Buyback berücksichtigen, wenn ich hier auf diese Gesamtausschüttungsrendite kommen möchte. Bevor wir jetzt uns weiter mit diesem Thema Aktienrückkäufe befassen, hier einige Hypothesen, warum das Ganze Sinn macht, beziehungsweise was Unternehmen auszeichnet, die ihre eigenen Aktien zurückkaufen. Zunächst mal sind es in der Regel profitable Unternehmen, das heißt, die Unternehmen erwirtschaften einen Gewinn. Der zweite Punkt ist, die Unternehmensführung ist aktionärsfreundlich, das heißt, die Unternehmensführung ist bereit, tatsächlich auch Kapital an die Aktionäre zurückzuführen. Die Aktien tendieren dazu, um ihren fairen Wert beziehungsweise teilweise auch leicht unter dem fairen Wert zu notieren. Und die Entscheidung eines Rückkaufs kann durchaus als Vertrauensvotum des Managements in die eigene Company gewertet werden. Also wenn ein Manager entscheidet, dass es die beste Investition ist, die Aktien des eigenen Unternehmens zu kaufen, dann ist es durchaus eine Aussage, die man als Aktionär auch wertschätzen kann. Schauen wir uns an, wie Aktienrückkäufe sich im Verhältnis zum Jahresüberschuss entwickelt haben. Auch das hier wieder eine Studie von FactSet. Was wir beobachten können,
ist, dass quasi ab 2009, 2010 der Jahresüberschuss das Volumen der Aktienrückkäufe deutlich überschreitet. Das bedeutet also, sind durchaus nachhaltige Aktienrückkäufe, die jetzt hier stattfinden, wenngleich wir jetzt auch ab dem Jahr 2015 einen leichten Rücklauf in der Ertragslage der Unternehmen beobachten können. Aber nach wie vor haben wir jetzt hier einen relativ großen Puffer zwischen den Aktienrückkäufen und den Unternehmensgewinnen auf der anderen Seite. Das Ganze jetzt nochmal nach Branchen betrachtet, welche Branchen führen hauptsächlich Aktienrückkäufe durch? Und hier jetzt nicht wenig verwunderlich, es sind natürlich diejenigen Branchen, die relativ hohe Kapitalbestände haben. Also hier ganz vorn haben wir jetzt wieder Informationstechnologie, dann aber auch Branchen wie Gesundheitswesen, Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter sind klassisch, also auch zyklische Branchen, die natürlich eher dazu tendieren, Aktienrückkäufe durchzuführen und jetzt weniger gern Dividenden ausschütten, weil sie sich damit einfach länger committen würden und dem Aktionär einfach ein längerfristiges Versprechen geben würden, als das mit Aktienrückkäufen der Fall ist. Schauen wir im nächsten Schritt, welche Vorteile bringen denn Aktienrückkäufe dem Anleger, vor allem gegenüber Dividenden. Wir machen das Ganze jetzt hier am Beispiel oder an einem sehr, sehr einfach strukturierten Beispiel. Und zwar schauen wir uns ein Unternehmen an, das insgesamt 10.000 Aktien ausstehen hat, zu einem Preis von 20 Euro pro Aktie. Das Unternehmen möchte jetzt eine Ausschüttung vornehmen, und zwar 1 Euro pro Aktie. Das heißt also, insgesamt sollen 10.000 Euro ausgeschüttet werden. Und jetzt schauen wir uns an, was der Effekt beim Aktionär ist, und zwar zum einen bei einer Dividendenausschüttung und zum anderen im Vergleich bei einem Aktienrückkauf. Hier oben dargestellt die Dividendenausschüttung. Wir haben also einen Aktienkurs von 20 Euro, schütten 1 Euro Dividende aus. Das heißt, ein Aktionär, der jetzt 100 Aktien besitzen würde, würde 100 Euro Dividende ausgeschüttet bekommen. Um das Ganze jetzt vergleichbar zu machen, unterstellen wir, dass der Aktionär diese Dividende sofort reinvestiert in das Unternehmen, um seinen Unternehmensanteil konstant zu halten bzw. zu steigern. Er nimmt also diese 100 Euro, muss dann allerdings 20% Quellensteuer bezahlen. Diese 20% sind jetzt einfach nur eine Zahl, die wir hier eingesetzt haben. Das variiert von Land zu Land, kann also durchaus auch mehr oder weniger sein. Hier 20% einfach als so ein Schätzwert. Das heißt, ihm bleiben 80 Euro für die Reinvestition übrig. Das Ganze investiert er zu 19 Euro pro Aktie. Wir haben also die Dividende von dem Aktienkurs einfach abgezogen. Das heißt, er kann sich 4,21 Aktien kaufen, beziehungsweise steigert seinen Anteil am Unternehmen um 4,21%. Szenario 2 ist jetzt der Rückkauf der eigenen Aktien. Das heißt, das Unternehmen schüttet also nicht über Dividenden aus, sondern entschließt sich dazu, einfach für 10.000 Euro eigene Aktien zurückzukaufen, und zwar zu einem Aktienkurs von 20 Euro pro Aktien. Das heißt, dem Unternehmen gelingt es, die Anzahl der ausstehenden Aktien um 500 zu reduzieren. Der Aktionär hält nach wie vor 100 Aktien an diesem Unternehmen. Allerdings ist die Anzahl der gesamt ausstehenden Aktien jetzt auf 9.500 reduziert worden. Das heißt, der Aktionär steigert, beziehungsweise das Unternehmen steigert den Anteil des Aktionärs um 5,2%. Das heißt also, dieser Steuereffekt ist was, das dem Aktionär auf jeden Fall zugutekommt. Es kann sein, dass es sich dabei nur um eine Steuerstundung handelt. Im besten Fall ist es tatsächlich ein echter Steuervorteil, der auch konsistent bestehen bleibt. Schauen wir uns nochmal genauer an, was denn auf der Aktienkursebene passieren sollte. Wir haben ja rechts abgebildet ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Haben also jetzt ein Unternehmen genommen, das einfach 10 ausstehende Aktien hat. Jede Aktie repräsentiert 10% am Gesamtunternehmen. Und die Earnings per Share, also sprich der Gewinn pro Aktie, liegt bei 1 Euro. Wenn das Unternehmen jetzt 20% der Aktien zurückkauft, das heißt einfach zwei dieser Kuchen werden zurückgekauft und die Aktien liegen dann auf der Bilanz des Unternehmens bzw. werden eingezogen und vernichtet, dann hat natürlich jede Aktie plötzlich einen höheren Anteil am Unternehmen, und zwar 12,5%, und auch die Earnings per Share steigen dadurch, also Gewinn pro Aktie, auf 1,25. Hier auf der linken Seite das Ganze nochmal tabellarisch dargestellt,
Hier sagen wir einfach, wir halten das Kurs-Gewinn-Verhältnis, also als einer der Bewertungsgrößen des Unternehmens, konstant. Was passiert dann bei einem Rückkauf von 5% der Aktien beziehungsweise von 10% der Aktien? Na, entsprechend sollte eben der Aktienkurs steigen. Ob das Ganze in der Praxis jetzt auch so zu beobachten ist, das schauen wir uns auf den nächsten beiden Folien an. Schaut jetzt auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend aus, ist aber eine sehr, sehr einfache Darstellung. Was wir hier getan haben, ist, wir haben uns den amerikanischen Aktienmarkt näher angeschaut, und zwar insgesamt 4000 US-Unternehmen. Sie sehen jetzt hier mehrfach die Abkürzung TSO. Das Ganze steht also für Total Shares Outstanding, beziehungsweise einfach auf Deutsch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Was wir jetzt betrachtet haben, ist einmal Unternehmen, deren Anzahl an ausstehender Aktien sich vergrößert hat, beziehungsweise sich verkleinert hat. Und dann im hinteren Bereich haben wir uns angeschaut, Unternehmen, wo sie, also, beziehungsweise Segmente angeschaut, um wie viel sich die Anzahl der ausstehenden Aktien verkleinert hat. Haben also in der ersten Spalte dargestellt, alle Unternehmen, deren Anzahl der ausstehenden Aktien um mehr als 1% geschrumpft ist, bis hinten in der letzten Spalte, deren Anzahl ausstehender Aktien um 5% oder mehr zurückgegangen ist. Sie haben jetzt hier einfach nur die Anzahl der Unternehmen dargestellt, um zu zeigen, es ist durchaus eine signifikante Zahl, die dann auch die Ergebnisse auf der nächsten Folie rechtfertigt. Und jetzt will ich auch gleich umblättern, und hier sehen Sie jetzt entsprechend die Rendite dieser verschiedenen Aktien. Und worauf ich jetzt gern eingehen würde, ist der Gesamteffekt. Das heißt also, wir haben uns einfach den Durchschnittseffekt für die gesamten Jahre angeschaut. Und was Sie jetzt unten erkennen können, ist, dass je größer das Volumen der Aktienrückkäufe ist, umso besser haben diese Aktien auch performt. Das heißt also, Sie können im Durchschnitt diesen Effekt auch im Markt beobachten. Es gilt jetzt nicht für jedes Jahr, dass es so schön ausschaut, aber im Durchschnitt ist es also doch ein signifikanter Effekt, den wir hier beobachten können. Das heißt also, was wir in der Theorie vermutet haben, hat sich jetzt auch in der Praxisanalyse bestätigt. Ich hatte vorhin den Punkt erwähnt, dass Unternehmen zum Teil sehr fair bewertet sind, beziehungsweise die Aktien günstig auch einkaufen können. Das ist immer wieder ein Kritikpunkt, der angeführt wird, wenn es um das Thema Aktienrückkäufe geht, dass Unternehmen eventuell auch zu teuer zurückkaufen. Hier jetzt mal eine Statistik, die beweist, dass es vielen Unternehmen auch gelingt, deutlich unter dem durchschnittlichen Aktienkurs Aktien zurückzukaufen, einfach durch ein entsprechendes Timing. Sie sehen also hier den durchschnittlichen Preis des Aktienrückkaufs in dieser Spalte dargestellt. Dann sehen Sie den durchschnittlichen Aktienkurs an der Börse und hinten abgetragen, wie viel Preisvorteil das Unternehmen dann generieren konnte gegenüber dem durchschnittlichen Kurs an der Börse. Das sind jetzt hier einfach die Top 10 Unternehmen der letzten 12 Monate dargestellt. Es gibt sicherlich auch gegenteilige Beispiele, aber ich wollte zeigen, es gibt durchaus Unternehmen, die diese Aktienrückkäufe aus Preisgesichtspunkten sehr, sehr erfolgreich durchführen und denen es gelingt, hier einen echten Mehrwert gegenüber dem oder einen echten Preisvorteil gegenüber dem durchschnittlichen Börsenpreis zu realisieren. Schauen wir uns im nächsten Schritt an, wie kann man jetzt in das Thema Aktienrückkäufe investieren, beziehungsweise was bieten wir jetzt hier zusammen mit der Nasdaq als Produktlösung an? Wir haben also einen Index, oder beziehungsweise die Nasdaq hat einen Index kreiert, den Nasdaq Global Buyback Achievers. Das ist ein Index, der weltweit in Unternehmen investiert, die Anzahl an ausstehenden Aktien im letzten Jahr um mindestens 5% reduziert haben. Wir bieten dann als ETF-Anbieter einen ETF auf diesen Index und versuchen, den möglichst genau abzubilden. Was die Nasdaq tut, ist, die schaut einfach in die Vergangenheit und selektiert Unternehmen, die sehr, sehr aktiv waren in diesem Bereich Aktienrückkäufe. Wir hatten hier und da mal die Frage, warum wir denn keine zukunftsgerichtete Analyse vornehmen, also sprich Unternehmen selektieren, die Aktienrückkäufe angekündigt haben. Es hat beides sicherlich so sein Für und Wider. Ich würde sagen, ein Grund dagegen
hier ein zukunftsgerichtetes Maß zu nehmen, ist, dass ein Unternehmen, das Aktienrückkäufe ankündigt, natürlich nicht dazu verpflichtet ist, diese auch durchzuführen oder nicht dazu verpflichtet ist, die in entsprechendem Umfang durchzuführen. Das heißt also, was wir jetzt hier in diesem Index tun, ist, wir selektieren einfach Unternehmen, die dem Thema Aktienrückkäufe sehr affin gegenüberstehen, diese Aktienrückkäufe auch in signifikantem Umfang durchgeführt haben und auch tatsächlich die Anzahl an ausstehenden Aktien reduziert haben. Sie können sich vorstellen, wenn ein Unternehmen jetzt Aktienrückkaufprogramme startet, auf der anderen Seite aber Optionsprogramme hat, um Mitarbeiter zu incentivieren, dann kann es dazu führen, dass sich die Anzahl der Aktien nicht wesentlich ändert. Und diese Problematik umgehen wir dadurch, dass wir halt sagen, es muss tatsächlich eine Reduktion dieser ausstehenden Aktien stattgefunden haben. Der Index wird quartalsweise angepasst und halbjährlich werden die Aktien dann überprüft bzw. ausgetauscht. Das heißt, Sie haben also ein Rebalancing der Maximalgewichte auf quartalsweiser Basis und die Anpassung des Universums dann halbjährlich. Zusammengesetzt ist der Index aus zwei Subindizes, der Nasdaq. Die genaue Definition sehen Sie jetzt hier. Ich denke, das geht vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Auf was ich kurz eingehen möchte, ist die Definition dieses letzten Jahres. Da war ich vorhin ein bisschen salopp. Die unterscheidet sich nämlich je nach Subindex. Einmal sind hier wirklich die letzten 12 Monate gemeint und einmal bezieht sich dieses letzte Jahr auf das letzte Geschäftsjahr. Soll es aber auch schon mit den technischen Details gewesen sein an dieser Stelle. Wenn wir uns dann anschauen, wie viel Aktien sind denn tatsächlich in diesem Index, also die Schwelle von 5%, hört sich natürlich auf den ersten Blick sehr, sehr hoch an. Und wir hatten mehrfach die Frage, wie viele Unternehmen bleiben denn überhaupt übrig, die Aktienrückkäufe in so einem großen Umfang durchführen. Ich kann Sie beruhigen, es ist doch eine relativ große Anzahl. Also aktuell, das ist hier auf der Folie nicht abgetragen, haben wir 241 Unternehmen im Index. Die Auswertung hier geht jetzt bis Januar 2016. Also der letzte Rebalancing-Stichtag ist noch nicht drin. Hier waren es 251. Was, denke ich, wichtig ist, sich anzuschauen, ist das Jahr 2010. Ich hatte es vorhin erwähnt. Wir haben eine halbjährliche Anpassung des Aktienuniversums. Das bedeutet also, der Effekt aus der Finanzkrise 2009 kam dann eben zum zweiten Rebalancing 2010 voll im Portfolio an. Das heißt, wir haben also hier die geringste Anzahl von Aktien und selbst hier waren wir ungefähr bei knapp 100 Aktien, die im Portfolio vorhanden waren. Ich sehe jetzt gerade, es kommt eine Frage über den Chat rein und zwar eine sehr gute Frage. Was passiert mit den rückgekauften Aktien? Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Also das Unternehmen kann die zurückgekauften Aktien entweder auf der Bilanz halten, kann sie auch als Akquisitionswährung da sozusagen vorhalten, hat aber im Prinzip für den Aktionär keinen Einfluss auf den Anspruch an Earnings per Share. Sie können sich vorstellen, eine eigene Aktie, die ein Unternehmen auf der Bilanz hält, ist eben nicht gewinnberechtigt. Das heißt also, der Aktionär hat nach wie vor auch diesen Vorteil der gesteigerten Earnings per Share bzw. Gewinne pro Aktien. Die zweite Möglichkeit ist, dass ein Unternehmen diese Aktien zunächst aufkauft und dann im Prinzip vom Markt nimmt, das heißt also vernichtet. Wie gesagt, für den Aktionär ist jetzt zunächst da kein großer Unterschied zu spüren. Ist eigentlich eine Entscheidung des Unternehmens, was es mit diesen Aktien machen möchte. Schauen wir uns mal an, wie der Index aufgeteilt ist, und zwar jetzt hier nach Unternehmensgröße. Was Sie sehen können, ist, dass über die Zeit, also hauptsächlich Large Cap Unternehmen, das heißt also große Unternehmen in diesem Index vertreten waren, ist, denke ich, auch einfach nachzuvollziehen, dass vor allem größere Unternehmen an diesen Aktienrückkäufen interessiert sind, während kleinere Unternehmen natürlich auch nicht unbedingt die Kapitaldecke haben, um diese Aktienrückkäufe in großem Umfang auszuführen. Sie haben also ganz klar einen sogenannten Large Cap Bias. Das heißt also, Sie haben eine Tendenz zu größeren Unternehmen in diesem Index. Hier eine Aufteilung nach Branchen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz spannende Auswertung. Was Sie hier sehen können, ist, dass zyklische Branchen tendenziell mehr Aktienrückkäufe vornehmen als die Nicht-Zykliker. Ich hatte vorhin erwähnt, Aktienrückkäufe sind einfach ein sehr
flexibles Instrument für Unternehmen. Das heißt also, wenn ich ein zyklisches Unternehmen habe, wo ich meine Gewinne nicht unbedingt so gut planen kann und nicht so weit vorausplanen kann, dann bin ich natürlich eher daran interessiert, meinen Aktienrückkauf zu machen, als jetzt die Dividende besonders hoch zu halten. Sie sehen also hier über den gesamten Zeitraum, dass Nicht-Basiskonsumgüter eine relativ hohe Gewichtung haben und das ist also ein klassischer Vertreter einer zyklischen Branche. Genauso hier Industrie, die jetzt gerade gegen Ende hin ein recht großes Gewicht hat, beziehungsweise dann hier Finanzinstitute, die auch also stets recht gut vertreten waren. Schauen wir uns die Länderaufteilung an. Hier auf der linken Seite, da sehen Sie, also wir haben oben dargestellt den Nasdaq Global Buyback Achievers Index und unten zum Vergleich den MSCI World Index. Sie sehen, der Buyback Index hat einen relativ hohen Anteil an US-Titeln. Wir haben also eine Maximalbegrenzung von 60% pro Land. Das ist auch das, was wir tatsächlich ausnutzen in den USA, weil Aktienrückkäufe einfach in den USA ein sehr, sehr großes Thema sind. Die nächstgrößeren Ländergewichte sind dann in Japan, Kanada und Deutschland. Wenn wir uns den MSCI World angucken, dann haben wir da eine relativ ähnliche Verteilung, zumindest was das Gewicht der USA angeht. Wir haben jetzt hier den AC-Index gewählt. Es gibt nochmal den reinen MSCI World, da sind sie ziemlich genau bei 60% US-Anteil auch. Hängt einfach auch damit zusammen, dass die USA als größte Volkswirtschaft einfach immer sehr, sehr stark in diesen Indizes gewichtet ist. Zum Abschluss jetzt das Thema Aktienrückkäufe und Dividenden. Wenn wir uns anschauen, also wenn wir uns jetzt diese Statistik hier anschauen von FactSet, auch wieder basierend auf den 500 Unternehmen des S&P-Index, dann sehen wir, dass diese beiden Themen natürlich nicht getrennt voneinander zu sehen ist. Wenn wir hier auf diese grüne Linie schauen, die einen recht deutlichen Anstieg hat, für die grüne Linie gilt übrigens die rechte Skala, das heißt also die Anzahl von Aktien. Dann sehen wir, dass aktuell rund 375 Titel sowohl Aktienrückkäufe durchführen als auch Dividenden an die Aktionäre ausbezahlen und dass dieser Trend seit 2009 deutlich ansteigend ist. Das heißt also, Unternehmen entscheiden sich nicht entweder für Dividenden oder für Aktienrückkäufe, sondern eine große Anzahl an Unternehmen führt tatsächlich beide Methoden durch. Wenn wir uns dann die blaue Linie anschauen, das sind also Unternehmen, die weder Aktienrückkäufe noch Dividenden ausbezahlen. Die ist also sehr, sehr stark abnehmend seit 2009, beziehungsweise auch die gelbe Linie, die dann sagt, Unternehmen, die nur Aktienrückkäufe durchführen und keine Dividenden ausschütten. Für die blaue und die gelbe Linie gilt jetzt hier die linke Skala. Das heißt also, wir haben insgesamt rund 60 Unternehmen, die jetzt ausschließlich Aktienrückkäufe durchführen und keine Dividenden ausbezahlen. Das Ganze immer berechnet auf die 500 Aktien des S&P 500 Index. Auch die Aktien in unserem Nasdaq Global Buyback Achievers Index zahlen natürlich Dividenden aus. Wir haben jetzt hier einfach mal eine Statistik aufgestellt für die letzten Jahre. Und zwar sehen Sie hier in dunkelorange immer die Bruttodividendenrendite, beziehungsweise dann in diesem rosa hier die Nettodividendenrendite, das heißt einfach Bruttodividenden minus die Quellensteuer. Und Sie sehen, dass sie in diesem Buyback-Index natürlich auch Dividenden vereinnahmen. Der Fokus ist aber natürlich ganz klar auf dem Thema Buyback. Dann zum Abschluss nochmal ein kurzer Blick auf die Aktivitäten von Aktivisten. Ich fand das eine ganz interessante Auswertung. Man liest immer mal wieder drüber in der Presse, dass Aktivisten, Investoren sich Anteile von Unternehmen kaufen, um dann dort ihre Interessen entsprechend durchzusetzen. Und hier jetzt einfach mal eine Statistik darüber, wie viele Kampagnen diese Aktivisten gestartet haben in Bezug auf die Ausschüttung von Kapital durch Aktienrückkäufe bzw. Dividenden. Und Sie sehen also über die letzten Jahre hier einen deutlichen Anstieg dieser Aktivistenkampagnen, die ja darauf ausgelegt sind, den Shareholder Value des Unternehmens zu maximieren. Und dann in grün abgetragen auch die Anzahl der erfolgreichen Aktivisten, Kampagnen, die jetzt hier in den letzten Jahren stattgefunden haben. Ich denke, es ist immer im Interesse des Anlegers, also in Unternehmen zu investieren,
die eben einen gewissen Shareholder Value bieten und wo das Management eben auch darauf ausgerichtet ist, die Interessen der Anleger entsprechend umzusetzen. Das war es jetzt soweit von meiner Seite, wo ich noch darauf hinweisen muss. Also ich habe mal die Produktdetails zu dem angesprochenen ETF und dann natürlich hinten die wichtigen Hinweise, die unsere Compliance-Abteilung erfordert. Ich lege es jetzt hier kurz auf, bevor ich dann überleite in die Fragerunde, die der Markus Jordan jetzt moderieren wird.